Zu Frequent Traveler TV heute aus dem Helsinki Flughafen. Ihr seht hinter mir Abflüge nach Paris, Charles de Gaulle und München, aber erst später und zwar um 16.20 Uhr und Charles de Gaulle um 16.05 Uhr. Aber es ist keins meiner Destinationen, also insofern könnt ihr überlegen, wo ich heute hin will. Themen habe ich für euch natürlich frisch gepresst, nehme die Sendung heute um 11 Uhr finnischer Zeit schon auf, habe aber was Interessantes gefunden und zwar einmal die Star Alliance zieht aus Frankfurt weg nach 24 Jahren. Dann haben wir eine Situation, wo man denkt, bekloppt, bekloppt, bekloppt. Ein Pilot bedroht einen anderen Piloten, dass er nicht an einem anderen Ausweich oder an einem Ausweichflughafen landet, weil ein Passagier krank ist mit Waffe, gezogener Waffe. Das ist die Spezialität. Dann haben wir noch einen Deal, so ein Deal. Und zwar der Deal geht von London, das ist es, mit United von London aus in der Premium Economy nach New York. So ist es richtig, ich weiß gar nicht, wie ich auf Paris komme. 919 Euro fängt es an, vielleicht für den einen oder anderen interessant. Dann haben wir noch ein Thema und zwar mehr Flüge zwischen USA und China. Jetzt denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch ganz, ganz wichtig, beantwortet heute die Frage des Tages, damit ich was zu tun habe, wenn ich heute Abend auf den Kanal schaue und genau gucke, wie ihr reagiert habt. Ja, das erste Thema, da lasst uns mal mit etwas Leichtem anfangen. Und zwar ist das Thema hier das Thema USA und China. Die USA und China haben ja die Flüge reduziert. Es gibt ja auch politische Spannungen dazwischen, aber das war nicht so der Grund. Der Grund war natürlich während Covid. Das heißt also, man hat während Covid die Flüge reduziert und die beiden Staaten sind halt schwierig im Umgang miteinander, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Und da ist sehr viel reguliert und was dort dann geschaut wird. Und die US-Regierung hat China natürlich da vorgeworfen, dass sie mit ihren Covid-Regelungen den Verkehr verzerrt haben, weil sie haben ja auch teilweise Fluggesellschaften direkt ausgeladen, wenn auch nur ein Passagier Covid-positiv war, ohne dass man wusste, ob es vom Flug kommt und so weiter und so fort. Aber man möchte jetzt wirklich wieder zur Rückkehr auf 35, mehr als 35 Umläufe. Im Moment hat man 35, das ist halt wirklich marginal zu dem, was man vorher geflogen ist. Es gab vorher 340 Flüge pro Woche. Heißt also, man sieht, das ist nichts dagegen. Aber man möchte jetzt von amerikanischer Seite aus da dem Thema wieder eine Priorität einräumen und möchte da ganz klar sagen, wir brauchen das. Und man weiß ja auch in den USA, dass man China braucht, weil sie sind ja die Werkbank. Nicht nur die Werkbank für Deutschland, für Europa, sondern natürlich auch für Amerika. Da brauche ich ja nur aufs iPhone, ist ja USA, aber in China hergestellt. Als Beispiel. Das Thema, was uns jetzt beschäftigt, ist aus der Themenwelt etwas, wo ich sagen muss, kannst du dir nicht ausdenken. Und zwar ist das hier, ein Delta-Pilot hat angeblich während des Fluges seine Waffe gezogen und hat dem Captain gedroht, wenn er irgendwo anders landet, weil ein Passagier krank ist, dass er was auch immer macht. Ne? Auf jeden Fall ist es so, dass man der Ehrlichkeit halber sagen muss, einmal Waffe im Flugzeug, ja, ist seit 9-11 der Fall, dass man eine Waffe am Körper im Cockpit tragen kann, aber die Piloten werden kontrolliert, die Piloten werden durchleuchtet. Das ist also jetzt nicht so, dass man einfach sagt, hurra, ich nehme Knarre mit.
Die Frage ist halt für mich, ob das sinnvoll ist. Ich kenne immer nur von der Bundeswehr die Geschichte, wo man bei der Bundeswehr sagt, wenn du eine Waffe trägst, dann musst du sie auch benutzen wollen, weil sonst brauchst du die Waffe nicht tragen. Und das andere ist, im Flugzeug eine Waffe zu schießen oder auszulösen, ist natürlich auch relativ schwierig, weil es das Flugzeug beschädigen kann und man dann den sittig macht. Und da ist es so, dass da wahrscheinlich Gummigeschosse drin sind, aber nichtsdestotrotz, dass man den Kapitän droht, damit irgendwie zu nahe zu kommen, ist natürlich ein Problem. Und man muss natürlich sagen, dass dieses Programm nochmal über Nacht überdacht werden muss, weil das Cockpit ja mittlerweile so stark gesichert ist, dass es dieser Waffe nicht bedarf. Ich selber hatte mal in Philadelphia, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, 2014, 15, keine Ahnung, kann ich euch ehrlicherweise nicht sagen. In Philadelphia bin ich auch durch die Crewline gegangen und ich habe da vor mir auch einen Kapitän gehabt, der hat seine Waffe raufgelegt, hat einen Zettel dabei, dass er die tragen darf. War für mich sehr befremdlich. Ach ja, um jetzt euch hier natürlich die Sache zu erleichtern. Ja, der Kollege fliegt nicht mehr, heißt also zu Recht, dass er weg ist. Und er muss sich vor Gericht verantworten. Die Strafe, die darauf steht, kann ich euch ehrlicherweise nicht sagen. Spannend ist das Ganze natürlich im Hinblick darauf, wenn man überdenkt, dass der Kollege, der mit diesem Mushroom seine Hallus da hatte, auch quasi da durchgedreht ist. Der andere Vorfall war in 2022, sogar am 22. August, also schon lange her, aber vor Gericht wird das jetzt verhandelt. Und 20 Jahre ist übrigens das, was er als Strafe bekommen könnte, wenn er schuldig gesprochen wird. Also wie gesagt, einmal abwarten, was da passiert. Ich denke mal, der Voice Recorder ist da relativ knallhart. Delta hätte ihn auch nicht rausgeschmissen, wenn das nicht nachgewiesen hätte werden können. Bin da mal gespannt. Ich warte noch mal ein bisschen mit der Frage des Tages, weil ich glaube, ich werde heute mehrere Fragen des Tages stellen. Wartet bis zum Ende, seid gespannt. Könnt aber auch schon antworten, wenn ihr wollt. Wir haben dann Star Alliance. Und zwar Star Alliance, die sind ja, was viele Leute gar nicht wissen, in Frankfurt. Und in Frankfurt ist es so, dass man ehrlicherweise sagen muss, dass Frankfurt für mich gar nicht immer so Star Alliance Headquarter war. Natürlich, wenn ich zur Bahn gehe oder sowas, durch diesen Tunnel gehe, da sieht man links natürlich die Star Alliance Office und auch das Logo. Aber jetzt ist damit nach 24 Jahren Schluss. Das ist einfach so. Die Star Alliance ist ja 1997 gegründet worden von den Fluggesellschaften Lufthansa, SAS, Thai Airways, United und Air Canada. Und das Thema ist jetzt ad acta gelegt worden. Damit muss man natürlich der Ehrlichkeit halber jetzt sagen, dass die nach Singapur gehen. Fragt, warum nach Singapur, kann ich euch nicht sagen. Natürlich nicht der Grund, weil der Mietvertrag ausläuft, was übrigens der Fall ist. Der Mietvertrag läuft aus 2024. Und man muss ehrlicherweise sagen, dass schon 2021 angefangen hat, diese Verbindung zwischen Frankfurt und Star Alliance sich so ein bisschen zu lösen, weil man hat ja beide Stationen gemacht, heißt also Singapur und dann auch Frankfurt. Ja, ist schön laut, Leute kommen hier an. Coole Geschichte. Habt ihr zumindest Leben, ne? Naja, auf jeden Fall ist Bröckel schon seit 2021 und jetzt möchte man halt nach Singapur gehen. Viele Positionen sind in Singapur, das heißt also viele Schlüsselpositionen und deshalb macht es keinen Sinn. In Frankfurt waren auch nur angeblich 10 Mitarbeiter, das ist so die Aussage gewesen. Die Frage ist, was passiert mit den Mitarbeitern, aber auch was passiert mit der Starlines GmbH. Die heißt ganz genau Starlines Services GmbH. Und da bin ich auch mal gespannt, was da passiert und was da auf der Agenda steht und die Zukunft bedeutet. Hat es für uns eine Auswirkung? Eher nicht. Ich glaube, wir haben mit der Starlines sehr, sehr wenig Berührungspunkte. War halt nur von den Leuten aus dem Office relativ angenehm, als man das Kick-off-Meeting hatte mit dem Intermodalitätspartner der Bahn, dass man einfach nur Office runtergehen musste durch den Tunnel und dann runter. Ist jetzt halt nicht so, können wir auch nochmal nachher in den Fragen des Tages abarbeiten. Als letzten Punkt haben wir jetzt den DAZN Deal. Ich weiß nicht, ob ihr darauf wartet, weil wir hatten ja lange keinen mehr, aber ich finde den ganz nett, auch wenn er Premium Economy ist. Ich weiß, Frank Panda, City Panda, mea culpa, aber nun so ist es halt. Premium Economy London nach New York für 919 € beginnend kann man nichts falsch machen.
dann lass uns mal kurz die Restriktionen angucken. 12 Monate maximal, ein Sonntag muss Mindestaufenthalt sein und 28 Tage vor Abflug muss gebucht werden. Dann wolltet ihr natürlich wissen, wie die ganze Geschichte auf der Karte aussieht. Das gebe ich euch hier. Da seht ihr es auch schon, 3.465 Meilen in eine Richtung und in die andere sind dann 6.930. Dann gucken wir doch mal, wie viele Punkte es gibt. Ist nämlich Buchungsklasse R, habe ich eben nicht gesagt. Das ist Air China, gibt natürlich 10.014. 6.914 gibt es irgendwie sozialistisch bei allen, außer 4.880 bei All Nippon. Air Lingus gibt nur 1.728. Air New Zealand, Äthiopien und dann die United selber gibt angeblich 0 Punkte. Aber hier für euch, wie gesagt, der Hinweis, schaut es euch an, vielleicht ist es was für euch interessant. Premium Economy finde ich jetzt persönlich nicht als problematisch an auf der kurzen Strecke. Ist auf jeden Fall besser als mit dem 320 Neo von Stuggi oder von Berlin nach Dubai. Gut, dann haben wir doch heute wieder alles abgearbeitet und wir haben jetzt am Ende die, ich nenne es jetzt einfach mal die Fragen des Tages. Und die Fragen des Tages, da gucken wir doch mal, was sich da für Fragen stellen. Und zwar ist es so, wenn man sich doch mehrere Dinge überlegt. Einmal mit dem Cockpit, das ist eine Frage. Wieso haben die noch eine Waffe? Die Türen sind gesichert. Soll das so sein? Was ist eure Meinung dazu? Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu kommentiert. Dann die andere Sache, Starlines weg aus Frankfurt. Ist das etwas, was uns in irgendeiner Art und Weise belästigt? Diese zwei Themenkomplexe würde ich gerne von euch beleuchtet wissen. Und ich bin mal gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Danke, dass ihr heute auch wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen und ein Like dazulassen. Und für euch gibt es jetzt wie immer den Abspann. Also bis dann. Ciao.